Willkommen zur Pressekonferenz nach unserem ersten 6-Punkte-Wochenende in dieser Saison. Gegner heute ESV Kloe. Auf die Pressekonferenz haben wir mich persönlich sehr gefreut, weil hier drei ehemalige Weggefährten sitzen. Der Gästetrainer Norbert Sabel war auch vom Anhören von mir schon der Trainer. Ich habe schon vor dem Spiel dann gesagt, ich habe mir ein paar Fragen zurechtgelegt, dann habe ich gesagt, hör das auf. Machen wir auch nicht, wir ziehen das ganz normal durch. Norbert, servus, darf auch Andi recht herzlich begrüßen, nochmal Glückwunsch. Und ja, Norbert, ich war ein bisschen überrascht im Sommer, wo ich dann gelesen habe, Norbert Sabel kommt wieder zurück. Wie gesagt, habe ich dann schon gefreut auf den heutigen Abend, weil man mit Udoe dann doch immer den einen oder anderen noch sieht, geht bei den sportlichen Leitern da los. Und jetzt hole ich dich und dein Fazit zum Spiel. Ja, schönen guten Abend. Witzig, ich war selber überrascht im Sommer. Aber gut, jetzt ist die Situation so. Heute zum Spiel. Die ersten 10 Minuten habe ich meine Mannschaft dieses Jahr nie so stark sehen. Wir sind super von hinten rausgekommen, wir waren präsent, wir haben 15 Tore gemacht, wir haben die Überzahlsituationen nutzen können, teilweise kriegen dann diese zwei Gegentore, gehen in die Kabine und mit diesem Kabinengang war eigentlich das Spiel für uns vorbei. Und welchen Grund das hat, kann ich leider nicht beantworten. Völlig dieses Spiel aus der Hand geben, nichts mehr getan. Diese vielen Überzahlsituationen, die wir heute hatten, konnten wir keine mehr nutzen. Also das war irgendwo dann schon frustrierend zu sehen, wie man ein Spiel, das man eigentlich anfangs wirklich im Griff hatte, so hergeben kann. Und ich denke, ein 4-2 ist für ein Eishockey kein Ergebnis, da kann man schon weiterspielen, da braucht man nicht aufstecken. Aber so wie man das jetzt heute aus der Hand geben hat, ist echt schwer nachzuvollziehen. Und Gratulation an die Mannschaft von Landsberg, die hat das dann souverän gemacht, hat uns gut unter Druck gesetzt und wir können in dieser Situation nicht mehr umgehen. Und ja, so habe ich die Spitze. Dankeschön. Ja, Andi, der Norbert sagt, seine Mannschaft gut gestartet. Dann waren sie 4-2 vorne. Viele schlafen. Vielleicht verpasst den Sack früher zuzumachen oder wollt jetzt das einfach für die Zuschauer nochmal spannend machen? Ja, natürlich. Klar. Es ist so, wie es noch gesagt hat, am Anfang haben wir ein bisschen geschlafen, wir haben die Unterzahl zwei, dreimal genommen. Das ist eine Sache, die wir einfach nicht rauskriegen, dass wir immer so richtig dumme, blöde Pausen machen. Und dann kriegst du natürlich gleich einen Druck und dann sind wir noch besser ins Spiel gekommen, auch die zweite Drittel war es dann super. Das zweite Drittel war das beste Drittel von uns, da haben wir wirklich das ganze Drittel durch uns dominiert und Druck gemacht. Im letzten Drittel ist wieder ein bisschen nachgelassen worden, da haben wir dann auch wieder die eine oder andere Strafzeit genommen. Es ist halt schwierig, wenn ich den Schläger mal als Antenne hernehme, anstatt dass er auf dem Eis ist, wo er hinkört. Wenn ich viel Unterzahl habe, verbrauche ich so dermaßen viel Kraft, dann wird es sich irgendwann rächen und heute hat es sich nicht gerecht, da ist gut gegangen. Wobei vielleicht die eine oder andere Strafzeit keine Strafzeit war, aber das muss man so nehmen, wie es kommt, ganz klar. Wenn wir an die Leistungen anknüpfen, speziell von den guten Dritteln, haben das mal über 60 Minuten zeigen können, mit den dementsprechend wenig Strafzeiten, dann schaut es ganz gut aus. Ja, Dankeschön. Gibt es noch Fragen an die Trainer oder ist soweit das Spiel fertig analysiert? Ich sehe keine Fragen, dann darf ich mich recht herzlich bedanken für die Aufmerksamkeit. Ich wünsche den Gästen einen guten Nachhauseweg. Und ich. Ja, willst du noch was haben? Wenn du was hast, nein, ich habe mir deine Worte. Die hat schon als Spieler. Ich habe sie ernst genommen. Und schenk mir die Fragen. Danke.